Liebes Tagungspräsidium, meine Damen und Herren, mein Name ist Konstantin Kuhle, ich bin 32 Jahre alt, Rechtsanwalt und ich komme aus Göttingen im südlichen Niedersachsen. Ich möchte gerne in den nächsten 2 Jahren weiter im Bundesvorstand der FDP mitarbeiten und mich dabei besonders um ein Thema kümmern, das mir am Herzen liegt. Und das ist das richtige Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit. Ich habe es in den letzten Jahren gesehen als innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Immer wenn es eigentlich darum geht, die Bevölkerung zu schützen vor Kriminalität, vor Extremismus und vor Terrorismus, gibt es auch diejenigen, die Freiheitsrechte aller Menschen in Deutschland einschränken wollen. Und genau da kommt es auf die FDP an, weil Freiheitsrechte einen Wert haben und weil unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auch die informationelle Selbstbestimmung, auch die Privatsphäre und viele weitere Freiheitsrechte umfasst. Und wir haben es in der Corona-Krise leider gesehen, wie groß die Geringschätzung in unserem Land werden kann, wenn es um Freiheitsrechte geht. Von der Versammlungsfreiheit über die Religionsfreiheit bis hin zu den Sorgen und Nöten von Menschen, die abends einfach nur spazieren gehen wollen und denen man das mit Ausgangsbeschränkungen untersagen will, oder den großen Problemen von Selbstständigen im Bereich Gastronomie, Kultur, Freizeit, Sport, die überhaupt keine Rolle gespielt haben. Da waren die Freien Demokraten da und ich möchte gerne daran mitarbeiten, dass wir auch in den nächsten Monaten deutlich wahrnehmbar sind, wenn es um die Freiheitsrechte in Deutschland geht. Neben dem Thema Bürgerrechte ist mir auch das Thema Europa wichtig. Wir haben 2004 zum letzten Mal in der Europäischen Union über eine gemeinsame europäische Verfassung diskutiert. Dieses Thema muss wieder auf die Tagesordnung. Wir sehen gerade in einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, sei es in Polen, sei es in Ungarn, dass die Oppositionsrechte, dass die Pressefreiheit, dass die Unabhängigkeit der Justiz mit Füßen getreten werden. Und in einer solchen Zeit braucht es eine gemeinsame europäische liberale Familie, die sich dafür einsetzt, dass wir mit gemeinsamen Werten in die Zukunft gehen und dass wir die großen Herausforderungen, die es in Europa gibt, wie die Bekämpfung des Klimawandels oder die Gestaltung des Themas Migration und Einwanderung, dass wir das gemeinsam lösen. Meine Damen und Herren, ich habe Spaß an politischen Debatten, Spaß an politischen Kontroversen und ich habe große Freude daran, Menschen davon zu überzeugen, sich zu den Freien Demokraten zu bekennen, ihr Kreuz bei der FDP zu machen. Und ich glaube, dass ich einen Beitrag leisten kann beim Bundestagswahlkampf in den nächsten Monaten. 2 Wochen vor der Bundestagswahl findet in Niedersachsen die Kommunalwahl statt. Und ich werde mich dafür einsetzen, als Generalsekretär der Freien Demokraten in Niedersachsen, dass diese Kommunalwahl genau der richtige Auftakt wird für eine Bundestagswahl mit einer starken FDP. Mein Name ist Konstantin Kuhle. Ich bitte um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen und würde gerne in den nächsten 2 Jahren weiter im Bundesvorstand mitarbeiten. Otto, machen wir schon gut.